Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Frau Vogt erwähnte es schon gerade, es ist das meiste gesagt und ich möchte mich da auch nicht wiederholen. Im Gegensatz zu Frau Gebauer, die sich die Ausführungen zu dem Primus-Schulversuch schenkt, möchte ich deshalb diesen Primus-Schulversuch in den Fokus stellen. Der ist so am Rande im Gesetz, ist das so mitgelaufen, ne? Das machen wir auch eben mit. Ich glaube, dass dieser Modellversuch viel zu wenig im Fokus der Öffentlichkeit steht. Und ich möchte Sie bitten, tatsächlich dann noch mal ganz groß Werbung zu machen, um möglichst viele Schulen dazu zu bekommen, sich an diesem Versuch zu beteiligen. Denn ich glaube, dass es diese Schule die Möglichkeit hat, neben der Strukturklasse 1 bis 10 in einer Schule zu unterrichten, tatsächlich mal neue Modelle auszuprobieren. Wie kann Lernen sich entwickeln? Wie können ältere, jüngeren Schülern helfen? Und deshalb begrüße ich das außerordentlich und finde es unglaublich wichtig, dass diese Verlängerung um dieses Jahr gekommen ist und freue mich darüber. Das ist leider in der Diskussion so ein bisschen untergegangen, weil es doch viel um das Berufskolleg ging. Zum Berufskolleg begrüßen auch wir das 10. Schulrechtsänderungsgesetz. Die in der Anhörung diskutierten Anregungen wurden ja jetzt in das Gesetz mit einbezogen. Und es war ja mehr so ein Feintuning. Es ging ja gar nicht mehr um prinzipielle Sachen, sondern nur noch um Begrifflichkeiten, Definitionen, um das etwas genauer zu klären. Einige Punkte aus der Anhörung gehören nicht in das Gesetz, sind aber wichtige Punkte, die jetzt untergesetzlich geregelt werden müssen. Und das sind dann die letztendlich wirklich entscheidenden Fragen. Das ist gerade auch schon erwähnt worden. Wie sieht das aus mit der APO-BK? Da geht es tatsächlich dann um die Gestaltung in der Schule. Wie wird was umgesetzt? Welche Möglichkeiten? Wie sieht letztendlich der Schulalltag am Berufskolleg aus? Ich finde es toll, dass wir das gemeinsam angehen wollen. Und ich hoffe, dass wir das konsensual hinbekommen. Aber habe da eigentlich ganz gute Aussichten sehe ich da. Zur freien Schulwahl. Frau Gebauer sagte, sie hätte da Bedenken. Also so ganz, sage ich mal, ne, bin ich mir da auch nicht sicher. Aber ich kann von den Kommunen kann ich das nachvollziehen, dass der Wunsch ist, Klarheit zu schaffen. Und dass eine Kommune sagt, zuerst mal sind wir für die Schüler in der Kommune zuständig, finde ich auch nachvollziehbar. Und es wurde ja auch gesagt, es geht tatsächlich nur darum, wenn es zu viele Schulanmeldungen gibt, dass man dann guckt, dass man zunächst die Kinder aus der eigenen Kommune nimmt. Wobei ich das auch so verstanden habe, und ich glaube auch, dass die Kommunen das schaffen, wenn da ein Profil ist, dass man Ausnahmen macht, wo man sagt, das ist derart sachlich nachvollziehbar. Und da baue ich jetzt mal einfach auf die Vernunft und den Sachverstand in den Kommunen. Zum Antrag der FDP, das ist ein ganz wichtiges Thema, ist auch in der Anhörung ja ausgesprochen worden. Und ich glaube, der Wert der dualen Ausbildung, der ist ja nicht zu überschätzen. Und da sind wir uns auch alle einig, dass das erhalten bleiben und gestärkt werden muss. Es geht ja darum, dass die Möglichkeit von Ausbildung im ländlichen Bereich nicht eingeschränkt wird, dadurch, dass die Klasse nicht mehr zustande kommt. Und da stimme ich zu, das finde ich ganz wichtig, da sollten wir auf jeden Fall im Ausschuss drüber reden. Es geht aber nicht nur um die Jugendlichen. Also das ist so ein Fokus, den ich auch, sage ich mal, noch von der anderen Seite betrachte. Denn auch die Firmen haben Sorge, dass wenn die Berufsschule nicht in der Nähe ist, sie keine Ausbildungsplätze mehr zur Verfügung stellen können. Und das ist genauso schlimm. Wenn die dann sagen, wenn ein Schüler so weit fahren muss und der schafft das gar nicht, dann brauche ich diesen Ausbildungsplatz nicht mehr anbieten. Insofern finde ich das toll, dass wir darüber sprechen. Und ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss. Vielen Dank.